Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 23. und morgen ist Heiligabend. Die Weihnachtstage sind jetzt da und es ist so schön. Ich freue mich so sehr immer über diese Zeit, über die ganzen Lichter, über das gemütliche, warme Zuhause mit der Familie, über das leckere Essen. Mein Vater macht immer so leckeres Essen am ersten Weihnachtsfeiertag. Ist er den ganzen Tag in der Küche und zaubert uns da einen wundervollen Braten mit allem drum und dran. Und natürlich die Geschenke nicht zu vergessen. Es ist so schön, ich freue mich schon total. Und auf jeden Fall am Heiligabend immer ein Gottesdienst. Aber ist das nicht letztendlich genau das, was auch jeder andere sagt? Geschenke, Familie, Essen und sogar die ganze Welt geht fast an Heiligabend in Gottesdienst, auch wenn es den Rest des Jahres nicht tun würde. Wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied zwischen uns Christen und jedem anderen Menschen? Du weißt, das ist ja genau unser festes Heiligabend. Der ist fest, wir wissen es. Da ist Jesus Christus auf die Welt gekommen. Unser Retter, unser Heiland, der uns von unserer ganzen Schuld und Sünde befreit. Es ist so ein riesiges Fest, dass an dieses Fest denken wir, wenn wir an Heiligabend denken. Und doch haben wir viel zu oft einfach auch diese ganzen Lebensumstände im Blick und fokussieren uns nur auf die Lebenssituation in diesem Moment und gar nicht an das große Ganze, gar nicht an Jesus Christus und dass er da war, was er alles getan hat und dass er wiederkommen wird. Und genau das fokussiert sich aber Paulus im Philipperbrief. Er möchte sich darauf fokussieren, dass Jesus wiederkommt und nur auf ihn gucken. Und er beschreibt das nochmal ein bisschen weiter, weil wir sollen ihm genau nachfolgen in dem. Das macht er in Philipper 3, Vers 18 und 19. In Vers 18 sagt er: Denn viele wandeln, wie ich es euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Er sagt, man soll ihm nachwandeln, aber viele machen es nicht. Sehr viele folgen nicht Jesus Christus nach und es ist ihm so wichtig, dass er das oft sagt, dass er deswegen sogar weint. Das liegt ihm so sehr am Herzen. Denn viele leben als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihre Lebensführung, ihr Wandel, ihr Leben, in ihrem Leben erkennt man, dass sie nicht Jesus Christus nachfolgen, dass ihr was anderes wichtig ist, dass sie nicht aufs Kreuz gucken, nicht auf sein Opfer gucken, was er gemacht hat. Oder würdest du dein Leben aufgeben für Jesus Christus? Hast du es getan? Was ist dir das Wichtige im Leben? Was ist dir das Wichtige an Heiligabend? Sind es Essen, Geschenke, das warme Zuhause, der große beleuchtete Weihnachtsbaum? Ist das das, worum es dir geht? Ist das das Entscheidende? Auf dieser Welt gucken die Menschen traurigerweise genau darauf. Sie haben den Blick nicht für Gott. Sie sind nicht so weise, um die Ausrichtung auf das einzunehmen, was entscheidend ist, auf Gott einzunehmen, aufs Kreuz einzunehmen. Ihnen fehlt einfach dieses Ziel vor Augen. Sie gucken nur auf das, was sie jetzt in diesem Moment haben. Und ihnen ist es so wichtig. Und diese vier Charakteristika zeigen sich auch einfach, diese vier Eigenschaften von einem Feind des Kreuzes des Christus in dem darauffolgenden Vers, in Vers 19. Da steht: Als erstes, ihr Ende ist das Verderben. Verderben ist auch Vernichtung, Zerstörung. Und das ist das Ende, das ist das Ziel, das ist das, was am Ende verkommen wird, das, worauf sie ausrichten, wonach sie laufen. Am Ende, im Endgericht, werden sie nicht Heil und Rettung von Jesus Christus empfangen, sondern ohne Jesus Christus und ohne einen daraus folgenden Lebenswandel für ihn folgt einfach Zerstörung, Verderben und ewige Hölle. Als zweites wird hier benannt, ihr Gott ist der Bauch. Das heißt, Völlerei, das Irdische, das, was hier auf dieser Erde ist, darauf gucken sie. Völlerei ist das über alle Maß Essen und Essen und vielleicht sogar Essen, obwohl du nicht mehr essen kannst. Und das nur darauf fixieren, was hier auf dieser Erde ist. Das ist mit Bauch gemeint. Und dieser Bauch wird zu Gott, dieser Bauch wird zum Götzen, der angebetet wird. Das ist der Schatz, den die Menschen hier auf dieser Erde haben. Das Essen, vielleicht auch Trinken, was darauf ausgerichtet ist, einfach ihre leibliche Gier zu befriedigen und dass ihnen so wichtig ist. Was ist, wenn wir zum Beispiel so oft beten würden, also so oft, wie wir essen würden? Wäre das nicht großartig? Wäre das nicht wundervoll? Als drittes ist es, sie rühmen sich ihrer Schande. Sie freuen sich. Sie freuen sich an jeglicher Art von Ausschweifung, Exzess und Perversion in ihrem Leben. Und sie sind sogar stolz drauf. Sie sind sogar stolz drauf, wenn sie sich so sehr vollgefressen haben, wenn sie so sehr sich voll gesoffen haben, dass sie nicht mehr klarkommen auf ihr Leben oder wenn sie kommt durch die ganze
durch die ganze Nacht rumgehurt haben. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm und es tut ihnen nicht gut und es tut so vielen Menschen nicht gut. Es ist einfach grauenvoll und sie freuen sich daran und machen sich sogar noch stolz darüber, über ihre unmoralischen Handlungen, obwohl sie sich eigentlich deswegen schämen müssten. Und als Viertes, sie sind irdisch gesinnt. Was bei ihnen zählt, ist Essen, es ist Kleidung, Ehre, Bequemlichkeit, Vergnügen, Freude. Und sie denken nur an das, was hier auf dieser Erde ist. Sie sind nur darauf konzentriert, worauf auch sonst. Obwohl es eigentlich Gott sein müsste. In ihrer Weisheit müssten sie auf Gott ausrichten und das große Ziel, diesen großen Plan einnehmen. Wir kennen das große Ziel, den großen Plan, Jesus Christus. Und dass er wiederkommt und dass wir bei ihm sein werden. Es ist so schön, also lasst uns auch so leben. Lass uns auch so leben, besonders an Weihnachten. Besonders dann, wenn wir, dass wir nicht übermäßig viel in uns hineinfressen oder in unseren Geschenken und unserer Gemeinschaft ergötzen und darauf sogar noch stolz sind. Nein, lass uns gucken, dass wir auch andere beschenken, dass wir für andere da sind, das Essen auch genießen. Wir dürfen uns freuen in unserem Essen. Wir dürfen dankbar sein für jedes Geschenk, was wir bekommen und Gott dafür danken. Aber ein Weihnachten ohne gemeinsames Essen oder Geschenke ist kaum vorstellbar. Ich hoffe, dass auch ein Weihnachten ohne Gottesdienst für dich kaum vorstellbar ist. Aber ist es auch so, dass Gottesdienst ohne Geschenke, ohne Familie für dich kaum vorstellbar ist? Ist es, dass dir vielleicht Gottesdienst sogar wichtiger ist als das? Ist, dass du im Gottesdienst schon an all das denkst, was du noch planen musst, an all die ganzen Geschenke und das Essen, was noch kommen wird, dass es dir so wichtig ist? Oder was ist mit Gebet? Was ist mit gemeinsamem Gebet? Ist dir auch ein Weihnachten ohne gemeinsames Gebet und ohne gemeinsame Bibellesen kaum vorstellbar? Ich hoffe, dass dies sogar wichtiger ist als das. Und was hältst du zum Beispiel vor einer Andacht an Heiligabend? Vor deiner Familie. Also wirklich, freue dich an deiner Zeit, freue dich an deinen Geschenken, freue dich an deinem Essen, freue dich an all dem, aber vergiss nicht, Jesus Christus im Fokus zu haben und dass du darauf guckst und dass du das als Allerwichtigstes erachtest. Und wenn morgen ein Nichtchrist bei dir zu Besuch ist, woran wird er bei dir zu Hause den Unterschied erkennen?